Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2 in der Version 1.33. Haben wir den Ford Transit und mit diesem Fahrzeug fahren wir doch gerne in den Urlaub. Wenn mal wieder ein bisschen Stau ist. Ja, diesen Mod haben wir natürlich schon mal gesehen, aber jetzt ist auch hier schon ein Wohnwagen mit dran. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir mit dieser kleinen Kombination durchaus mal in den Urlaub fahren. Ja, so sieht's aus. Okay, gehen wir doch einfach mal zum Ford-Händler. Wir wissen ganz genau, es gibt keinen Ford-Händler. Aber wenn uns hier oben schon DAF angezeigt wird, dann können wir doch gleich mal zu DAF gehen. Oder gehen wir zum Iveco? Es ist völlig egal, weil es liegt natürlich wieder der Scout hinten. Oder als Basis. Und jetzt schauen wir mal an, was wir alles ändern können. Normal können wir mit diesem Fahrzeug, der noch nicht gereinigt ist, finde ich ein schönes kleines Feature, unsere Arbeit nachgehen. Und es kommt wieder aus der Türkei. Deswegen denke ich doch, dass vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr die Türkei ins Spiel kommt. Also als Kartenerweiterung. Hier, Itro, ne? Haben wir schon öfters mal irgendwelche Fahrzeuge gesehen. Jetzt ist es, wie gesagt, für die Version 1.33. Wir können das Fahrzeug tiefer legen. Ja. Wir können aber auch die Soundbar anmachen. Und dann mal richtig schön Musik hören. Oder wir machen das Fahrzeug wieder standardmäßig. Wir haben 75 PS oder 100 PS. Das würde mich mal interessieren. 2,3 Liter Maschine, 100 PS. Haut das hin? Könnte durchaus möglich sein. Dann 6-Gang-Getriebe und dann ist hier der Innenraum. Den können wir natürlich auch so mit so einem Plastik machen. Sieht aber auch nicht so toll aus. Ja, hier dieses braune Plastik. Hier diese Lüftungseinlässe müssten auf jeden Fall noch überarbeitet werden. Hier so. Aber so sieht das schon besser aus. Ihr könnt ja gerne mal die vorhergehende Video angucken oder wo ich den Ford Transit mal als Mod-Vorstellung gemacht habe, ob das sich hier drinnen schon ein bisschen verbessert hat. So, dann haben wir ganz normal die normalen Farben. Ja, dann ändert sich hier hinten, das hier nicht. Aber wir haben die Möglichkeit, hier noch ein paar Lackierungen aufzumachen. Und dann sage ich einfach, die gefällt mir am besten. Ja, also die hat irgendwas. Und ihr hattet mal auch gesagt, was es für eine Firma ist. Aber ich weiß es nicht mehr. So, dann gehen wir mal weiter. Wir hätten auch die Möglichkeit, unser Fahrzeug ein paar schöne Felgen drauf zu machen. Das finde ich immer wieder schön. 18. Ja, sieht man ja, dass der Scout dahinter war. Oder ihr steht auf sowas. Ich mache mal diese hier rein. Und hier hinten eine Hängerkupplung. Die habe ich, glaube ich, jetzt komplett vergessen vorhin bei meinen. Hier noch so einen schönen Scheinwerfer ran. Endlich das Endrohr. Für die, die es brauchen. Ja, Blaulichter, irgendwie funktionieren die immer nicht. Ich mach mal an, warum die Spots scheinen hier zu funktionieren, aber ja, das geht auch. Da bräuchten wir jetzt zum Beispiel eine richtig schöne Polizeilackierung. Dann könnten wir zum Beispiel auf Streifen mal wieder machen. Aber sonst ist immer hier dieses Problem, dass es nicht so richtig funktioniert. So, dann sehen wir gleich, wo es herkommt. Und dann hätten wir auch jetzt hier dieses starke MG hier oben. Überall noch die kleinen türkischen Flaggen drin. Habe ich kein Problem mit, kann ich gerne hier ran machen. Und dann hier noch so ein Schutz. Gehen wir mal rein. Ich habe jetzt keine SESL-Mods drin. Ich würde jetzt einfach mal hier in mein Mod-Profil hier reinmachen. Und ja, könnte man machen. Ja, aber ihr seht schon, das haut manchmal nicht so richtig hin. Hier noch was. Soll das Navi sein und da sind wir eigentlich auch fertig. Gut, dann gehen wir mal raus. Dieser Mod ist 78 MB groß, natürlich auch wegen dem Anhänger, wegen den Camper. Und ja, ich habe hier die, die Anhängerkupplung vergessen, aber es klappt auch so. Ja, machen wir Licht an. Licht funktioniert. Ja, fette Felgen ran. Und dann... Ah, man merkt, guck mal, wenn ich jetzt anhalte, wie er hinten hochgeht. Und wir haben hier so ein komisch gelbes Licht hier, ne?
Eieieiei. Ja, da kann man doch schon mal in Urlaub fahren. Gehen wir mal rein. Navigationssystem haben wir ja auch. Und fährt sie auch. Ich mache das ja in Mod-Vorstellung nur mit Tastatur. Fährt sie eigentlich ganz gut. Ja. So sehen wir unseren. Gut, wir haben jetzt hier diese komischen Schutz hier dran, und da sehen wir jetzt nicht, wie inwiefern das Fahrzeug jetzt man die Spiegel benutzen kann, aber ein bisschen sieht man, dass man da hinten was hat. Und dann kennt ihr auf jeden Fall. Oh ja, das Einfedern ist aber gut. Guck mal an. Und jetzt bremse ich. So. Entschuldigung, Lada. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder eine neue Mod-Vorstellung von einem doch außergewöhnlichen Fahrzeug. Ich mache erstmal einen Fisch. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.